Ein letztes Mal auswärts ran in dieser Saison zum vorletzten Spiel nach Leverkusen zur Werkself und das Bayerkreuz zum Tabellenvierten in einigermaßen vergleichbarer Lage. Ja, wir sind, glaube ich, so ähnliche, auch auf anderem Niveau, aber ähnliche Ausgangsposition. Ich glaube, beide Mannschaften hilft eigentlich nur ein Sieg weiter. Beide Mannschaften müssen das wissen, dass sie eigentlich optimal punkten müssen in den letzten beiden Spielen, um noch Plätze gut machen zu können. Bayer will noch direkt in die Königsklasse, trotz derzeit 5 Punkten Rückstand auf Mönchengladbach. Alles muss optimal laufen auf den letzten Metern dieser Spielzeit. Wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen. Wir spielen zu Hause, das ist immer schön, dann einen schönen Abschluss zu haben. Und dann wollen wir natürlich auch Simon dementsprechend verabschieden. Da ist natürlich alles andere, oder es ist ein bisschen leichter mit dem Sieg. Aber für schlechte Stimmung bei Leverkusener Verabschiedungsszenarien ist die TSG nun wirklich nicht haftbar zu machen. Muss doch jeder sehen, wo er bleibt, wird schwer genug bei Bayer. Ja, der Tabellenplatz sagt, glaube ich, einiges aus. Wir spielen um die direkte Qualifikation für die Champions League mit. Wir spielen sehr guten Fußball, überfallartigen Fußball. Haben sicherlich auch sehr, sehr gute Leute in ihren Reihen. Und auswärts dort zu bestehen, dafür muss man an die absolute Grenze gehen. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Gleichzeitig ist das, was wohl nötig sein wird in der Festung in Leverkusen. Die letzten 5 Spiele zu Hause hat die Werkself alle gewonnen und überhaupt nur eins der letzten, sage und schreibe, 20 im eigenen Stadion verloren. Leverkusen ist unglaublich heimstarke Mannschaft. Ich glaube, die letzten 8 Spiele nicht mal ein Gegentor bekommen zu Hause. Insgesamt hat sich Hoffenheim immer schwer getan gegen Leverkusen. Aber wir haben es auch schon bewiesen, dass wir dort auch gewinnen können, dass wir das auch schaffen können. Und in so letzten Spielen ist immer vieles möglich. Optimismus auf der Zielgeraden. Vielleicht klappt es ja, die Festung Leverkusen zu knacken im letzten Auswärtsspiel der Saison.